hier auf unserem Raft, wo wir uns langsam ein bisschen die Köpfe einschlagen. Wir haben gemerkt, jo, wenn wir so 20 Tage am Stück aufeinander sitzen, praktisch mit krankem Krieg, Hungermangel und Essensmangel, also mit meine ich ja keine Ahnung, Alter. Und wir auch Essen trinken, also Gehirnmasse schrumpft halt auch von Tag zu Tag. Ja, bei dir. Ja, zumindest bei mir. Wir sind so ein bisschen am Durchdrehen gerade, aber wir schaffen das, hoffentlich. Nee, wir werden uns irgendwie, keine Ahnung. Ich sehe auch kommen. Naja. Digga, wir brauchen so viel Schrott. Ja, unser Ziel ist jetzt, keine Ahnung, Schrott zu bekommen. Wir können jetzt schlafen. Ich habe 2 Bette gemacht übrigens. Wo ist denn das andere? Auf der anderen Seite. Irgendwie bei den Schmelzen oder so. Dann penne ich lieber am Ofen, ja. Das ist warm. Ja, okay. Guten Morgen, Leute. Ja, wollte ich eigentlich nur kurz sagen. Obwohl Abend ist. Digga, es ist so eng auf dem Raft, aber es ist halt einfach egal. Wir brauchen erstmal. Es ist die wirklich hier so alles zusammengequetscht. Ja, weil die Sache ist halt so: du kannst auch nicht auf den letzten Streifen außen bauen, weil dann, wenn der Hai dort knabbert, fliegt alles auseinander. Alles einfach. Naja, klar, weil das dann nach oben alles wegbricht. Weil da ist ja wieder Physik im Spiel. Na, die Physik wieder mal. Komm, können wir eigentlich... Ah, nee, das bringt uns ja alles nichts. Wir brauchen eine Insel, mein... Warte mal, Scheiße. Warte mal, da war noch eine Insel. Ja, nee. Der Hai ist irgendwo. Der Hai ist irgendwo. Oh, oh, das... Nein. Das ist gefährlich. Mein Speer ist gerade kaputt gegangen. Ich will, weißt du was, ich mache mir jetzt auch so einen krassen Speer. Junge, nein, wir haben kein Holz dazu. So. So. Und bitte, wenn du Sammelnetze machst, machst das parallel auf beiden Seiten. Ja, das fuckt mich ab, wenn das nicht symmetrisch ist. Ach, jetzt habe ich hier. Ich brauche Glibber. Dann kann ich mir auch mal eine Tasse machen. Also hier so ja. Ein Ding. Ja, genau. Sehe ich auch. Ja. Yeah. So, ich habe eine Flasche, Alter. 2, 3, 3. Dann baue ich das hier mal ab. Bekomme ich da wieder, was für? Endlich wieder Kreis. Ah ja, Sturm, geil. Jetzt habe ich kein Holz. Ja, wundert's mich? Ne, mich nicht. Digga. Wie habe ich das Fass nicht genommen? Hä? Ja, das habe ich ja. Da habe ich ja schon anvisiert drauf und dann bin ich ins Wasser gefallen, dann hat er es abgebrochen, ja. Ja, ich dachte mir, du holst es dir eh, deswegen habe ich die anderen 2 Planken geholt. Naja, ich weiß mal auch nicht. Wie gesagt, die Gehirnmasse schrumpft von Tag zu Tag, Leute. Es ist einfach nicht einfach, ey. Kannst du jetzt mal bitte das Raft wieder reparieren, da wo du es kaputt gemacht hast? Hä, wo habe ich es kaputt gemacht? Ich habe es nirgendwo kaputt gemacht. Auf der anderen Seite. Nee. Ach so. Natürlich. So würde ich das jetzt auch nicht nennen. Ne, wie nennst du das dann? Ja, ich hab's halt nicht kaputt gemacht. Wir müssen das halt mal hier nach in die Richtung ausbauen und in die andere, aber dafür reicht wieder unsere Ressourcen nicht. Aber es macht nicht so Sinn. Ja, wir brauchen halt erstmal, dass der Empfänger läuft. Und wenn der Empfänger läuft, dann läuft der Empfänger. Scheiß Empfänger, Alter, wenn du willst. Ich will doch hier kein Internet, Mann. Doch, wir brauchen Internet. Wir wollen Fortnite spielen. Wir wollen von unserem Gaming-Computer, der eigentlich eine Mikrowelle ist, mit einem Sieb oben als Empfänger und einer Batterie als Stromquelle, die aus... Bruder. Ich bin so am Aufnehmen in meinem... Nee, meinst du zwar ein Toaster? Wir haben sogar ein Mikrofon. Eine Mikrowelle. Oder ein Walkie-Talkie, was als Antenne funktioniert. Ja, ist so. Also das ist übrigens gerade so ein bisschen Real-Life, ne, Leute? Wir sitzen hier zusammen auf einem Floß, mitten auf dem Ozean. Euch alle gibt's gar nicht mehr. Ja, wir haben hier nur ein PC-Setup und mehr eigentlich nicht. Das ist einfach RLO. Real-Life Online, Alter. Ja, wirklich. Also ein Dreckspiel. Na, hör mal. Geil. Versuch war's wert. Alter, wie scheiß viele Pflanzendings habe ich denn, ey.
Was für Pflanzendingens? Ja, dieses Grünzeug meine ich. Das ist eine Insel, ich habe es gerade gesehen. Palmenblätter, ja genau. Nee, doch nicht. Schade. Schade drum, ne? Ich brauche Holz und Plastik. Komm ich da jetzt mehr zu? Nee. Oh, jetzt habe ich wieder zu wenig Holz. Schade. Schade, schade. Stimmt, so Sammelnetze könnte man auch nochmal machen. Hä, ich bin... Digga, machst du das auch auf der anderen Seite? Ja, ja. Es sollte jetzt überall gerade gleich sein. Im Moment gerade. Sollen auf beiden nur 5 sein. Das heißt, ich müsste beim nächsten Mal 2 machen. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Mach das mal noch nicht wieder zu, dann kann ich gucken, ob ich 2 Sammelnetze mache. Ich würde sowieso sagen, dass wir nur die Seite vorher erstmal absichern. Wie unwahrscheinlich ist es denn, dass der Hai genau dort bei ist? Naja. Mach mir mal einen... gib mir mal bitte Seile, bitte. Ich brauche die für die Sammelnetze. Ja, ich weiß, ich will ja welche machen. Ja, hä, dann mach dir doch selber Ich hab keine Seile, du Idiot. Ja, dann mach dir Seile. Ich hab alles andere. Ja, ich hab auch keine Blätter. Ja, ich hab auch nicht keine. So. Ich hab ja schon ein Sammelnetz gemacht, aber mir fehlt halt das zweite, dass ich das direkt auf beiden Seiten machen kann. Wie wenn es so ein Weltuntergang wäre, ne? Ja. Willst du die Seile nicht? Dann nehme ich sie wieder, ne? Welche Seile, Junge? Die da liegen, wahrscheinlich. Wallah. Digga. Nein, ich habe kein Feuer angenommen. Süßwasser? Ach so, ja klar. So. Aber wie ich jetzt auch erstmal so ein halbes Raft hinbauen durfte, weil du das nicht so baust, dass es passt, Alter. Hä, was? Durfte ich auch meinen ganzen Kunststoff ausgeben. Jetzt habe ich auch wieder keinen Kunststoff mehr. Ja, schade, ne? Wir haben sowieso... Da vorne ist aber eine Insel, ne? Oder? Ja. Was, wo? Wir steuern auf eine Insel zu, mehr oder weniger zu. Oh, wichtig, Junge, wir brauchen ganz dringend hier Kupfer. Eisen. Für unsere Antennen fürs Internet. Der Hai greift an, ne? Ja, der ist auch fast tot. Den bringe ich dann einfach um an der Insel und dann können wir nochmal Insel komplett abbinden. Wo ist jetzt hier eine Insel? Hä, da vorne doch. Warte, ich richte mal das Segel. Setz die Segel! So. Ah ja, ich sehe sie jetzt. Die Sammelnetze lohnen sich dann halt schon relativ zeitig. Ja, vor allem, sobald die halt so ein bisschen ausgebaut ist, so als Flügel, dann passt das. Dann machen, also ja. Ich meine, ich sag's mal so, auf dem alten Raft von mir und Nima Raid, da warst du, da sind wir mit den Motoren dann halt schon so ein bisschen geradeaus gefahren, hatten rechts und links diese Sammelnetze halt dran. Junge, und wenn man da einmal durchgelaufen ist, hatte man mindestens 2 Stacks Holz. Mindestens. Scheiße, ich will das haben. Mein King, komm mal her! Ja. Du hast einen besseren Haken als ich. Werf mal dort hinten auf diese viereckige Kiste, die gibt viel Holz. Wenn das irgendetwas bringt von der Reichweite her. Ja, natürlich. Das ist eine einzige Lüge, wir schwimmen ja weg von diesem Objekt. Oh scheiße, ich bin runtergefallen. Ja, das ist ja viel zu weit weg, Bruder. Nee, komm ich nicht hin. Okay. Tschüss, I guess. Okay, Leute, ich bin jetzt alleine hier. Rennt es jetzt weg. Mach das jetzt Let's Play alleine weiter. Und beweise euch, dass ich sogar 2 Tage überlebe auf hoher See. Nicht nur einen. Naja. Fakt ist, wir haben viel zu wenig Materialien. Und die Sammelnetze lohnt sich aber wirklich ganz gut. Ey, das ist echt nice. Och, wo ist denn hier jetzt wieder so eine Möwe? Oh, wir können die Ananas ernten. Ananas. Oh, ist wieder da. Schade. Ja, ja. Ich habe mein Headset bei mir aufgehabt, du. Ich bin doch auch so lost. Wieso habe ich das nicht nachgefüllt? Hast du das Wasser schon wieder nicht nachgefüllt? Nee, nicht das Wasser, sondern die Pflanzen habe ich nicht gegossen. Na gut, dann ist mir egal, aber... Perfekt, Diggi. Wir fahren an der Insel vorbei, weil du nicht lenken kannst. Hä, ich bin gar nicht am lenken. Hä? Hä, wir sind doch praktisch dran. Ja, weil ich gerade das Ding nochmal gedreht habe. Jo, wahrscheinlich, oder? Halt's Maul, hab ich gemacht. Ich bin so geil, wie wir ja einfach voll happy waren über dieses Let's Play und jetzt fucken wir uns wieder nur noch ab. Ja, so ist es bei jedem Let's Play immer. Ja. Spätestens in Dings... Mach mal so einen Anker, bitte. So einen Wurfanker. Bruder, wieso ich? Ja, weil ich kein... Ah, doch, ich hab sogar genug Zeug dazu. Den wollte ich gerade sagen. Wieso machen wir nicht mal einen stationären Anker? Kein Geld. Oh nee, kein Geld. Okay. Kein Geld für den stationären Anker, sage ich mal so. Harte Zeiten. Also, ach, tja, okay. Natürlich habe ich mir die gerade genommen, weil ich einfach hungern war.
So, wir müssen mal gucken, ne? Ich brauche irgendwie das Zeug für einen neuen Schrotthaken, weil mein Plastikhaken fast schon wieder kaputt ist. Wir brauchen Eisenerze halt auch. Das? Wollen Bolzen? Wir mal den Hai ein bisschen triggern, um den zu töten? Kannst du mir zwei Schrott geben? Hast du zwei Schrott? Ich habe einen Schrott. Dann gib mir mal den einen Schrott und ich gucke hier unter Wasser kurz nach, ob ich einen Schrott kaufen. Losen kann irgendwo. Damit ich halt. Stimmt, vielleicht Zeug kommt habe. Dann auch der Hai, dann können wir den noch kurz töten, weil der kommt. Der ja, kommt, den kriege ich easy tot. Glaub mir, den trigger ich jetzt da. Aber erst, wenn ich den neuen Haken habe, bringe ich den um. Guck, ich bin jetzt hier. Und jetzt hole ich mir hier um den Schrott. Was ist mit dem Hai los, Alter? Der ist ein bisschen. Buggy, ne? Wo ist denn der? Ja, hinter dir. Danke. Er ist tot. Ich kann nicht looten. Ah, doch. Hä? Bei mir geht das nicht. Ah, doch, jetzt. Boah, ey, mir fehlt jetzt trotzdem ein Schrott. Du hast mir deinen Schrott nicht gegeben, du Idiot. Doch, der liegt da oben. Du hast ihn einfach nicht genommen. Oh. Bei der Kiste. Neuen Schrotthaken und let's go auf unter das Wasser und looten unter Wasser, mein King. Alles abfarmen, hier hinten. Stimmt, wir sollten unter Wasser gehen. Ja, solange der Hai nicht da ist, können wir entspannt looten und auch alles. Also von Ton zu Sand zu Metallerz zu. Vor allem ja, Stein die Erze nicht unbedingt, ja. Ja, die nicht unbedingt, aber vor allem die Erze und wichtig ist Kupfer und Metall und Schrott. Ja, das andere kann man eigentlich auch immer brauchen. Ja, Sand und Ton ist nicht so wichtig gerade. Okay. Vor allem die Erze. Hier sind nochmal Kupfer wichtig. Wir sollten nicht am selben Ort sein, das macht nicht so viel Sinn. Geh von mir weg. Entschuldigung. Manchmal kann man ja auch noch tiefer tauchen. Oh, Eisenerz. Also Metall meine ich. Ich runter, Mann. So. Manchmal musst du gucken, manchmal gibt es so Inseln, so einen Weg, quasi so einen Weg nach unten, den man ganz tief tauchen kann und dort unten sind so Kisten. Und richtig viel Stuff. Echt? Naja. Da verreckt man immer gefühlt bei. Ja, wir sollten uns mal so eine Taucher-Dings, ne? Ja, genau. Heißt das schon alles? Ja, ich guck gerade auf die andere Seite der Insel. Ich guck gerade hier nach unten mal ein bisschen, ob es hier unten noch irgendwas gibt. Wäre halt schon geil. Ja. Ist halt schade, dass es jetzt noch nicht so viele Erze mehr hier gab. Weil die sind quasi das Wichtigste gerade. Ja, ist so. Und Schrott halt. Ich habe das komplett unterschätzt. Ich dachte immer so, Schrott, ja komm, lasse sein. Musst du nicht unbedingt mitnehmen. Kriegt man ja, Schrott hin. Ist halt für uns wichtig, weil wir halt durch diese fortgeschrittenen Tools halt, diese Schrotthaken und so. Junge, die kosten halt immer alle Schrott. Ja, ist so. Aber ja, es scheint sich das zu geben. Nicht. Also ich gehe jetzt auf die Insel nur noch drauf. Ja, ich auch. Ich loote jetzt noch die Insel ab und dann fahren wir weiter. Meine Axt ist halt auch bald kaputt, ist mein Problem. Oh. Ich meine, ich habe ja auch schon eine bessere Axt gehabt, als du jetzt. Stimmt, ja. Oh ja, da war ja was. Boah, ist noch eine Melone, geil. Das war hier was? Nee, ne? Ja, doch, eine Kiste. Ah, gut, chillig. Ist hier jetzt noch irgendwo ein Baum? Ich glaube nicht. Nee, ja, sieht nicht so aus. Lass uns auf unser Raft gehen und weiterfahren. Da kann man das ja auch. Das wäre halt nicht so viel Zeit hier verschwinden an so Inseln. Ich höre gerade ja, die Löwen, so. Die sind so Zeug fressen. Geil. Hab sie getötet. Ja, dann wollen wir wieder weiter. Ja, ja, klar. Hier liegt das ganze Zeug der Möwe. Kannst du das mal bitte aufheben? Der ganze Loot von der Möwe, mein Inventar ist voll. Wo ist der? Neben der Dinge, ah, ja, wo wir die halt getötet haben. Alter, die viel gegeben. Man kann ja auch Potatoes pflanzen. Na ja, geil. So, ich habe 5 Kupfer. Wie viele Metallerze und so hast du? Ich habe 1 Metallerz, 2 Ton. Ich habe echt nicht so gut abgesahnt. Wir brauchen auch dringend mal diesen großen Grill, komm, den mache ich jetzt auch mal, dass wir auch das Essen abgedingst haben, dass wir da dann fortgeschrittene Zeug haben. Okay, den kann ich sogar machen. Komm, ich brauche nur Seile, kann ich machen, und Nägel. Haben wir noch irgendwo die Nägel in der Chest? Keine Ahnung. Hast du Nägel im Inventar? Nope, nicht mehr.
Wieso haben wir keine Nägel mehr? Ja, weil wir keinen Schrott haben. Ich habe jetzt meinen Schrott wieder zu Nägeln gemacht. Ja, nice. Aber dafür haben wir jetzt einen großen Grill. Warte, den stelle ich hier erstmal noch mit daneben, oder? Weil der kleine Grill ist ja hier irgendwo in der Mitte zwischen diesem Baum, eigentlich in dem Baum. Komm, dann machen wir jetzt mal hier so. Mike, geh mal zur Seite, bitte. Also. Guck mal, da haben wir den großen Grill, wo wir drei Sachen gleichzeitig drauf braten können. Oh, geil, dann baue ich den kleinen mal ab, ne? Dann mach das. Weil der ist ja auch so ein bisschen störend, ne? Ich droppe den jetzt einfach, ne? Den brauchen wir nicht mehr. Ja, ja, klar, mach. Jetzt stürmt das hier schon wieder, ey. Lutsch. Stimmt, auch schon wieder. Fast geschmolzen, schon schön, richtig. So, und jetzt kann ich nämlich auch schon die nächste Antenne wieder. Ah, nee, kacke, das kostet ja Schrotz und jetzt haben wir keinen Schrotz. Och Gott, Leute, wir sehen wollt, wie wir unsere Probleme hier bewältigen. Schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge bei Red rein. Schaut in die Playlist und lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, was ist mit dieser Folge? Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.